So, Christian. Ciao, Thomas. Christian Bobst. Ich denke, den müssen wir kennen. Wenn ich nicht kenne, kennen den meistens alle, weil ich bin nicht so einer, der viele Fotografen kennt. Aber du bist schon aufgefallen. Also aufgefallen, schon irgendwo hat man dich schon gesehen. Du bist, ja, wir sind beide gleich alt, interessanterweise. Du hast Grafikdesigner gelernt, hast dann 15 Jahre als Art- und Creative Director gearbeitet, also Werbung und so. Wir kennen auch Werbungen von dir. Ich habe kein Beispiel da, aber gehen wir mal googeln. Und vor rund 9 Jahren hast du angefangen, nebenbei noch als Freelance-Fotograf, Dokumentarfotograf zu arbeiten. Mhm. Es war nebenbei gewesen. Du bist nicht selbstständig, du bist nicht 100% als Fotograf tätig im Moment. Fast. Also, das heisst, ich bin Freelance-Fotograf und ich habe mich dann vor 9 Jahren selbstständig gemacht. Weil ich mir überlegt habe, ich kann ja eigentlich, wenn ich freelance, dann einfach freelancen. Ob ich dann Werbung mache oder Fotografie, einfach gewisse Slots, die ich dann bucht bin, für meine Projekte, oder mich selber buchen, gewisse Reportagen. Am Anfang waren es natürlich viele eigene Projekte, die ich angestoßen habe, weil wenn die niemand kennt, bekommst du natürlich nicht gerade die grossen Aufträge und interessanten Storys. Aber ich muss dazu sagen, ich bin schon vor ich eigentlich in die Werbung bin, nachdem ich meine Grafikerlehre abgeschlossen habe, habe ich heavy mit dem Gedanken gespielt, auch von Fotoreportagen zu machen. Und habe es auch eine Zeit lang gemacht und durchgezogen. Habe ein bisschen Fotoassistenz gemacht, habe Reportagen gemacht für verschiedene Zeitschriften, aber kein Rappen Geld verdient. Das ist ja das Problem, dass man mit der Fotografie in diesem Bereich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Geld kann verdienen kann. Weil es schickt einem kaum jemand. Kann schickt jemand dich dorthin, kannst Fotos machen, wahrscheinlich die Reise und alles zahlt. Aber viel mehr gibt es wahrscheinlich nicht. Ja, du kommst schon ein Honorar rüber und natürlich auch ein gewisser Teil von der Spesen steckt. Aber wenn du wirklich eine engagierte Reportage machst, dann musst du meistens mehrmals an Ort her. Einfach um eine solide Tiefe zu bekommen. Natürlich kann man auch in 18 Tagen kann man viel machen, aber oft kommst du dann mal zurück und schaust das mal alles in Ruhe an und denkst, es wäre aber gleich noch lesen, man hat das vielleicht und gewisse Aspekte, weil es geht ja um Geschichte, oder? Es geht ja nicht nur darum, einfach schöne Fotos zu haben, sondern Geschichte zu erzählen und dass ich dann gewisse Aspekte, wo dann, wenn du das editierst und ausschaffst, merkst, da fehlt es vielleicht noch etwas, da wäre noch interessant, etwas zu haben. Das war auch in meiner letzten Geschichte, so was ich gemacht habe, über Islam in Senegal. Dass ich dann irgendwie im Verlauf vom Erarbeiten der Geschichte gemerkt habe, da wäre es einfach noch interessant, bestimmte Punkte zu haben. Dann gehst du halt nochmal zurück und das ist natürlich nicht unbedingt zahlt. Ja, es ist eigentlich um den Ecken, also es ist in Senegal ist ein bisschen weiter weg, um einfach schnell noch zwei, drei Bilder zu machen. Und auch bei diesen Auftragsarbeiten ist dann halt so, dass bei gewissen Sachen halt am Ende effektiv eher drauf leist, als etwas verdienst. Aber gut, ich meine, ich hätte in der Werbung bleiben und dort Geld wenn es um Geld gegangen wäre. Es ist auch Lebenszeit, wo auch abläuft. Also letztlich kann man viel Geld verdienen. Die Frage ist einfach, was machst du mit dem Geld? Das weiß ich sehr gut, ja. Du kannst natürlich ein tolles Auto kaufen, ja, und noch ein grösseres Haus und all das, aber erlebt hast du mit dem natürlich noch nicht. Und es macht natürlich mehr Spass, dort zu fotografieren, als Dokumentarfotograf, statt in der Werbung irgendetwas zu inszenieren? Spass ist vielleicht das falsche Wort. Es ist meistens bist du dort irgendwie in der Hitze und Schweiz ist wie ein Saal. Ja, aber es ist Durchfall und alles. Also, ja, aber wenn du zurückschaust. Aber es ist natürlich so, dass ja. Es ist ein intensiveres Erleben, selbstverständlich. Genau. Also ein Erlebnis, wo du hast, die Leute, die du kennenlernst, Geschichten, die du erlebst, ist natürlich schon eine Form von Bereicherung. Einfach fürs Leben. Ja, also wenn du jetzt zurückschaust im Altersheim, dann erinnerst du dich mehr an den Durchfall und was du dort erlebt hast, als wenn du irgendeine Werbekampagne gemacht hast für irgendeinen. Also nichts gegen Werbekampagne, wir haben ja gute Zeit gehabt und viel Spass. Natürlich, aber ich glaube, vielleicht sogar mehr Spass im eigentlichen Sinn. Ja, ich glaube, es ist anders oder interessant oder nachhaltiger, wenn
irgendeine Geschichte kannst erzählen, die du selber auch dort erlebt hast mit gewissen Unannehmlichkeiten? Ja, es ist nachhaltiger. Es ist manchmal aber auch belastender. Oder? Es sind natürlich viele Länder, wo du herkommst und Situationen, die du siehst, wo wirklich so ein bisschen an Grenzen kommst vom wo einfach merkst, die Welt ist in vielerlei Beziehungen einfach nicht fair und wir sind vor allem nicht immer die Guten, wie wir denken. Oder? Es ist halt unser Lebensstil, wo wir hier pflegen, fordert einfach sein Tribut. Und da kann man noch so viel Bio essen und Dinge kompensieren. Durch den Zug kommen. Ja. Man sagt, als Fotograf braucht man ein Auto. Das stimmt. Ja, es ist klar. Also, können etwas dazu beitragen, aber wahrscheinlich auf die ganze Welt gesehen ist es sehr schwierig, um etwas zu erreichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man etwas dazu beiträgt. Es ist vor allem auch wichtig, dass man ein Bewusstsein entwickelt. Ich glaube, wenn der Einzelne verzichtet, ist das gut für sich selber. Aber wenn wirklich etwas soll ändern, müssen natürlich viel größere Massen sich bewusst werden, viel mehr Leute bewusst werden, dass man etwas muss ändern. Und das sind Dynamiken, wo ja, schwierig zu sagen. Oder? Ich meine, in Afrika bist du auch oft in Ländern, wo du denkst, die Leute müssen noch manchmal mehr Eigenverantwortung vielleicht übernehmen, im Sinne von, es gibt Demokratien, wo die Leute ihre Stimmen einfach kaufen können, wo sie sagen, ja, der bietet mir so und so viel, der Politiker, und der so und so viel, also gebe ich doch meine Stimme dem, der mehr bietet. Also wie macht man das, dass eine Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, wo man Verantwortung wahrnimmt? Das ist jetzt auch bei uns natürlich ein Thema. Ja, natürlich. Ja, aber es hat dich wahrscheinlich sicher auch geprägt, wenn du jetzt so Länder gesehen hast. Hat sich dein Lebensstil verändert? Eben aus der Werbung kommst, ist ja wahrscheinlich alles so ein bisschen High Society und alles gut und alles glänzig und eine Scheinwelt in dem Sinn. Das sind komplett unterschiedliche Bereiche. Also in der Werbung tust du etwas inszenieren, machst du es auf möglichst schön. Ja. Und sonst zeigst du einfach das Leben, wie es ist, außerhalb von, sagen wir, so Europa, wo eine ganz andere Welt ist. Wie kannst du das unter einen Hut bringen? Ja, ich glaube, man stellt sich die Werbung zum Teil auch nicht. Natürlich, also, ja. Die meisten Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, sind ehemalige gescheiterte Musiker, okay. Lehrer, die so ein bisschen gefunden haben, es ist noch ein bisschen langweilig. Nein, alles in allem. alles in allem wirklich. Also ich habe viele Freunde immer noch in der Werbung. Und sie sind wirklich coole Leute. Und sie haben nicht alle Rossschwänze und sie nehmen nicht alle Kokain und okay. So. Es ist nicht so. ich habe das Glück, dass ich in Agenturen arbeiten kann, wo wir wirklich eine Kampagne entwickeln können, die ein bisschen mehr Tiefgang haben, auch mit Humor gearbeitet haben. Und nicht einfach nur irgendwie über lifestyle-mässig irgendwo in einer schönen Wohnung ein Joghurt aus dem Kühlschrank nimmt und macht. So. Ja, schon. Also, auch dort gibt es natürlich ein bisschen verschiedene Niveaus von Arbeiten. Und auch in der Werbung war immer mein Ziel, eigentlich Sachen zu machen, die interessant sind, die durchdringen, wo die Leute erreichen. Und das ist natürlich für Fotografie nach wie vor so. Du hast einfach eine wahnsinnige Menge Informationen jeden Tag, die auf dich einprasselt. Und die Frage ist halt immer, wie kannst du etwas machen, das sich gegen all die anderen Bilder und Informationen irgendwo durchsetzt. Und das ist etwas, was ich in der Werbung nicht mehr gelernt habe. Das ist etwas, was mir heutzutage in der Fotografie natürlich auch noch hilft. Einfach so ein bisschen das Gespür, von was hat genug Kraft, was ist stark genug, dass es in dieser Masse irgendwie vielleicht gesehen wird. Ist es dann schwieriger, in der Werbung etwas zu inszenieren, wo der Mensch anspricht, oder in der Dokumentarfotografie etwas auf eine Art und Weise darzustellen, dass der Mensch auch wieder angesprochen wird? Es ist beides immer schwierig. In der Werbung, wie du gesagt hast, ist natürlich der grosse Unterschied, dass man die Sachen durchinszeniert, durchdenkt von Anfang an. Also du fährst mit einem weißen Blatt Papier an und überlegst dir alles, dann bisher so, du machst ein Storyboard, du berufst Fotografen, du suchst Modelle oder du suchst hunderte von Bildern durch, wo du dann irgendwie Sachen kombinierst. Oder tausende. Und dann wird das alles
arrangiert und 100-mal überdenkt und du zeigst das Leuten, um zu schauen, kommst du wirklich draus. Das braucht eine gewisse Spannung zwischen der Aussage und dem Bild, damit es interessant wird. Und in der Fotografie, in der Dokumentarfotografie, da geht es nicht so sehr um die, also in der Werbung geht es immer um die Idee, in der Dokumentarfotografie geht es immer um einen Moment und um eine Richtung, um einen Ort, an einen Ort herzukommen, wo etwas passiert, was interessant ist. Oft bei Auftragsarbeiten ist das, das ist etwas, wo wirklich auch viele Kunden nicht so recht verstehen. Sie haben das Gefühl, du bist doch ein guter Fotograf, du kannst doch jetzt ja, einfach ein gutes Bild machen. Wir reden nicht einmal unbedingt vom guten oder schlechten Licht, das dann unter bestimmten Bedingungen vorherrscht. Also wenn du halt nicht mehr am Mittag ankommst und es heisst, jetzt machen wir da schnell ein Foto. Es ist nicht einmal unbedingt das, dass das Licht nicht stimmt, es ist mehr, dass vielleicht die Situation einfach nicht interessant ist und dann gibt es auch kein interessantes Bild, da kannst du am Boden liegen, da kannst du irgendwie auf einen Baum aufsteigen, da kannst du Drohnen mitnehmen, das ändert nichts daran, dass wenn der Inhalt nicht interessant ist, kannst auch blitzen und alles mögliche machen, das Bild wird am Schluss nicht wirklich spannender von Energie, von dem, was es ermittelt. Also, geht es darum, eigentlich Momente und Situationen zu suchen, wo etwas Interessantes passiert und natürlich für die Geschichte auch etwas Relevanz passiert. Musst denn du, wenn du dort ankommst, selber auch noch zuerst ankommen in so einem Land, bevor du kannst gute Bilder machen kannst? Oder kannst du gleich früher aussteigen, kann man in die Hand nehmen und einfach performen, sage ich mal? Es ist unterschiedlich. Es kommt natürlich sehr auf die Geschichte drauf an. Es gibt Geschichten, wo du wirklich ankommst und es passiert gerade ein grosses Ereignis und dann bist du einfach gerade drin. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte gemacht in Senegal über Wrestling. Da ist das so das gesehen, dass dann halt... Haben wir jetzt gerade, jawohl. Dass wir dort schon eigentlich planen können, wenn sie die Events und dann bin ich angekommen und dann ist es eigentlich, hat man sich noch mit dem Fixer getroffen, die Shootingliste abgesprochen, Terminplan gemacht und dann ist es am nächsten Tag schon losgegangen. Es gibt andere Geschichten, wo die langsam musst du reinschaffen. Mhm. Aber ich tendiere eigentlich so aus meiner Geschichte immer wieder die nächste Geschichte zu entwickeln. Das heisst, ich kenne eigentlich das Umfeld und das Land und die Leute und die Gegebenheiten schon ein bisschen. Aus dieser Wrestling-Geschichte zum Beispiel ist eine Geschichte entstanden über Islam in Senegal, weil ich einfach interessant gefunden habe, dass der Islam in Senegal eben sehr tolerant ist und auch Sachen, die eigentlich im Islam nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel Wrestling, kann die Lieblingssportart sein von einer Bevölkerung, die zu 90% muslimisch ist und zu einem grossen Teil streng gläubig. Und dann haben wir gedacht, wie geht das? Also, wie bringt ihr das zusammen? Ich gehe 5-mal im Tag in die Moschee beten, aber zu oben schaut ihr im Fernsehen oder am Wochenende schaut ihr Wrestling, das eigentlich nicht erlaubt ist nach dem Islam. Das ist nicht so ein Problem. Irgendwie, es ist ja gleich eine Art von Arbeit und Arbeit ist auch wichtig in Senegal, eine Form von eigentlich schon fast gleichwertig mit Gebet, Arbeit. Also, so ein bisschen das Ora und Labora. Und das alles habe ich sehr interessant davon finden und so ist eben eigentlich aus dieser Wrestling-Geschichte, die ich dir dann abgeschlossen habe, ich angefangen, eine Geschichte zu machen über die Religion und das geht zum Teil dann auch so ein bisschen Hand in Hand. Schauen wir noch mal ein paar Bilder an. Zuerst vielleicht noch ein paar Hintergrund. Du hast mit dieser Wrestling-Geschichte den zweiten Platz im World Press Photo Award in der Region oder Kategorie Sport Stories 2016 gewonnen. Ich war dann im Sternabbilder mit dieser Geschichte, im Men's Health UK. Dort ist interessant, da hat er so irgendwie Ernährungstipps und Fitnesstipps und irgendwann kommt dann noch irgendeine Story über irgendeinen, der mit dem Bike oder so durch den Nordpol oder so gefahren ist. Und dann kommt Wrestling. Habe ich sehr spannend gefunden, so den Kontrast, in welchem Magazin das abgedruckt wird. Dann hat es im SRF einen Film-Doku gegeben, Top Shots. Die habe ich damals gesehen, kann ich mich erinnern. Da können wir alles verlinken. Und im SRF Fokus hast du einfach ein Interview gegeben. Also dort geht es gerade mehr um die Ausstellung, die in der Fotipastei war im 2016. Nicht zwingend nur um Wrestling, und dort verschiedene Sachen. Da waren verschiedene Sachen zusammen, gewesen, aber es ist eigentlich nach dem World Press Award, es ist jetzt so ein bisschen eine Verkettung von Events. Dort ist wahrscheinlich relativ viel gekommen, es sind viel auf dich zugekommen, logischerweise. Ja, das Ganze hat eigentlich angefangen mit dieser Top-Shots-Geschichte. Also ich bin
in Senegal vorher schon 2-3 Mal gewesen, zum Geschichten machen. Und dann kommt plötzlich das Telefon von SRF und Produzent Beat Hähner hat mich gefragt, kennst du irgendeine Sportart in Afrika? Ein bisschen etwas Exotisches. Nicht unbedingt Fußball. Genau, wir würden gerne mit ein paar Schweizer Reportagefotografen irgendwie, wir würden jetzt gerne zeigen, wie die arbeiten. Und es müsste etwas mit Sport zu tun haben, weil die Sendung kommt nach dem Sport. Ich bin nicht Sportfotograf, ja, keine Ahnung. Und dann plötzlich ist mir in den Sinn gekommen, dass ich mal mit einem Hilfswerk in Senegal war und dort eben so im Dorf so eine Wrestling-Match erlebt habe, wo so ein bisschen ähnlich war wie Schwingen. Und am gleichen Wochenende ist im Fernsehen das noch gekommen und ein grosses Turnier und so. Und cool. Moment, vielleicht wüsste ich da etwas. Und hat meine Bilder geschickt, die ich damals gemacht habe, und eine kleine Dokumentation zusammengestellt, von was das ist. Und dann sind sie sofort darauf angesprungen und gesagt, das möchten wir machen. Und dann habe ich natürlich das Problem gehabt, weil dann habe ich das Thema vorgeschlagen, auch ein bisschen ein Exposé geschrieben, aber überhaupt noch nicht gewusst, wie ich das so lage, wenn ich jetzt herkomme. Und das ist natürlich eine gewisse Vorbereitungsarbeit gewesen. Also, weil die haben ja mich wollen filmen, wenn ich dort Fotos mache, nicht wie ich ein bisschen umstolpern und schauen, wer ich vielleicht fotografieren könnte. Also das habe ich das von der Schweiz aus eigentlich schon ein bisschen vorbereiten. Und es hat dann auch alles geklappt, vor Ort. Es hat mich natürlich dazu gezwungen, mich extrem disziplinieren und besser zu vorbereiten, denn je. Ja, vorher. Du musst auf Kommando Bilder machen, währenddem sie dich filmen. Das heisst, ich habe vorher bin ich eigentlich immer ein bisschen gegangen und habe ein bisschen einfach fotografiert. Dann musste ich wirklich noch recherchieren und Kontakt herstellen zu Leuten. Und das hat natürlich dann die ganze Story, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil durch das ist natürlich dann die ganze Story sehr viel dichter geworden und sehr viel interessanter. Und dann habe ich gefunden, ja, ich habe vorher nie beim World Press Award eingeschickt, weil ich gefunden habe, ich hatte keine Chance. Ich fand, ja gut, das schicke ich jetzt mal. Und bang, hat auf einmal den zweiten Platz gewonnen, ja. Wie fast mein Stil gehabt. Aber es hat sicher viel damit zu tun gehabt, dass ich eben wirklich mich wirklich gründlich vorbereiten musste. Und das ist etwas, was ich seither eigentlich wirklich dann weiter so beherzigt habe und probiert habe, so weiter zu machen. Und darum sage ich auch heute auch vielen Fotografen, die ich treffe, Leute, die möchten Reportagen machen, es ist wirklich Geschichte, die den Unterschied macht. Es sind nicht in erster Linie nur die schönen Bilder. Ja, es muss irgendeine Substanz haben dahinter, wo ja, und die Substanz gewünscht, halt eben durch das, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und dich das vertiefst und auch weisst, was du fotografierst eigentlich, oder, bevor du das Foto machst. Ja, du musst wahrscheinlich schon 3, 4, 5 Mal also einen Kampf gewesen sein, ohne Kamera, um zu schauen, was alles passiert und dass du weisst, wie so etwas abläuft und was jetzt interessant ist. Und, also du bist nicht mehr Zuschauer, sondern du bist echt mit drin als Fotograf. Und gehst du dich so nah an, wie kannst du, ja. Zum Teil, wie man die lässt. Und manchmal ist auch näher, als man die lässt. Und dann musst du halt so ein bisschen mit einem unschuldigen Lächeln und so. Denn natürlich. Das gehört auch ein bisschen dazu. Man muss natürlich immer ein bisschen die Grenzen, man muss auch ein bisschen pushy sein manchmal. Und das ist vielleicht das Unangenehmste, oder? Dass du immer wieder ein bisschen musst Grenzen überschreiten. Zum Teil auch Grenzen von anderen Leuten. Und dass du musst spüren, wo was darf man, was ist auch ethisch und moralisch irgendwie noch vertretbar und wo wirst du einfach dann zu einem Arschloch? Das willst du ja nicht. Mhm. Also das ist, ich denke, nur um ein gutes Foto machen, das rechtfertigen nicht alles. Aber man muss einfach oft spüren, wo, manchmal gibt es auch ein Nein, das nicht wirklich ein Nein ist, sondern ein provisorisches Nein und dann musst du dort halt einfach weiter probieren und mit den Leuten reden und weiter verhandeln. Ja, und am Ende des Tages musst du eigentlich dort hinkommen, wo die anderen Fotografen nicht hinkommen. Oder einfach die Perspektive wählen, die vielleicht etwas außergewöhnlich ist. Ja, ein Trick zum Beispiel, also was ich auch beim Wrestling gemacht habe, zuerst mal alles angeschaut, was schon fotografiert worden ist über Google. Und dann ist das natürlich genau das, was du nicht willst, unbedingt fotografieren, respektive zum Teil musst. Damit die ganze Geschichte die ganze ist, Anlage, aber du überlegst dir, wie kann man das besser machen. Und ich habe festgestellt, dass es zwar viele Bilder gibt über Wrestling in Senegal, aber wenig Bilder über den ganzen Kontext. Also, und da gibt es wahnsinnig viel Interessantes. Da gibt es Ritual, da gibt es Voodoo, also eigentlich nennen das den Grigri und das sehen wir auch. Also zuerst ein paar Bilder vom Men's Health, wie sie das dargestellt haben.
Dann da tut sich einer mit Milch, also man sieht noch die Milchflasche links. Genau, im Wasser. Das ist auch noch das Ritual vor einem Kampf. Genau, da, also das ist ein Ritual, das er nicht nur vor dem Kampf, sondern eigentlich alle Wochen dreimal durchführt. Er wohnt dort am Meer und also im Wrestling in Senegal hat immer wahnsinnig viel mit Geistern und mit Ahnen und mit eben mit Voodoo und Grigri-Ritual zu tun, weißer Magie, schwarzer Magie. Aber die meisten Wrestler glauben wirklich, dass 50-80% für den Erfolg in der Geisterwelt, ja, mit der Geisterwelt zu tun hat. Und er hat mir gesagt, er ging den jungen Mann, der sieht, wo Wrestler ist, ich probierte das Profi-Wrestler. Er hat gesagt, dort am Wasser, dort wohnt ein sehr starker Geist. Und er geht eigentlich dreimal pro Woche her, um dort Milch zu opfern. Und er lässt die Milch dann über seinen Körper ab. Er gießt es über seinen Körper, damit es ins Wasser geht und er sich eigentlich so mit dem Geist verbindet. Also er geht dann auch in die Felsen rauf und dort Milch ausschütten. Das ist so ein Teil von einem Ritual mit verschiedenen Stationen, die er dort jedes Mal durchführt. Und das macht er wirklich, um am Schluss dann irgendwie den Kampf erfolgreich zu sein. Und das macht dann jeder, hat seine eigenen Ritual. Es ist jetzt nicht die Milch, die irgendwie speziell ist, sondern jeder seine eigenen. Wie man sieht, dann da, glaube ich, noch einer, der da so ganz viele Töpfe hat. Ja, genau, das ist so ein Ahnenschrein. Dort in jedem von diesen Töpfchen wohnt eigentlich jemand von den Ahnen. Ja. Und dort geht man dann auch mehrmals pro Woche und sicher vor dem Kampf her und tut Milch opfern. Das ist auch, also dass sie das überhaupt können fotografieren können, ist, also wir haben viel Senegalesen gesagt, nein, wie hast du das gemacht? Das ist eigentlich fast nicht möglich. Weil das ist eigentlich alles streng geheim, das zeigt man eigentlich nicht. Aber ich hatte einfach das Glück, dass ich jemanden getroffen habe, der gefunden hat, kannst du mitkommen. Manchmal ist es halt einfach, ja, ist es einfach auch Glück, du kannst nicht immer alles recherchieren und so. Du musst manchmal einfach auch Leute treffen, das Gespür haben, das ist interessant, das ist irgendwie ein guter Typ und dem dann halt ein bisschen. Es gibt Leute, denen geht es nur um Geld, oder? Die versuchen die dann so irgendwie zu sagen, ja, nein, Geld spielt keine Rolle. Und am Schluss plötzlich heisst es gleich, ja, aber wie viel zahlst du mir jetzt? Und da musst du immer ein bisschen aufpassen, wer ist wirklich, will wirklich etwas zeigen und wer will die eigentlich nur abzocken, wenn du so willst. Und wenn jemand will abzocken, ist natürlich auch immer Gefahr, dass das, was er zeigt, gar nicht wirklich real ist. Ja, ist natürlich inszeniert, oder dass sie es nur machen, um das Geld herzukommen. Und dann ist es eigentlich auch wieder als Dokumentation wertlos, oder? Aber du würdest wahrscheinlich schon auch ein bisschen Geld zahlen, wenn jetzt dich jemand an einen Ort hinbringen würde, wo du nicht an einem Camp ist, der aber sehr authentisch das zeigt, was du suchst. Ich kann nicht als Fotojournalist nicht Leute Geld zahlen, um Bilder zu machen. Das ist nicht erlaubt. Aber ich darf natürlich jemanden anstellen, der mir hilft. Also ein Fixer hilft dir. Ein Guide. Ja. Und ich darf natürlich die Leute dafür zahlen, dass sie mit mir einen Tag unterwegs sind und eigentlich eine Arbeit machen. Und das ist aber natürlich nicht das Gleiche, wenn ich jemandem Geld gebe, dass ich dafür ein Foto machen darf. Ich gebe der Person Geld, damit sie für mich Kontakt herstellt. Ja. Und wenn dann die Person das Gefühl hat, sie muss irgendjemandem von dem Geld etwas abgeben, damit es klappt, dann will ich einfach nichts davon wissen, aber ich wollte wissen, ob das, was passiert, authentisch ist. Ja. Oder ob das, oder wenn es um größere Summen geht, dann kommt immer irgendwie so ein. Du kannst ja nicht wissen, ob das wirklich jetzt einfach ein grosses Theater war, aufgeführt worden ist oder echt. Und da geht es einfach darum, als ich mit dem Fernsehen unterwegs war, hat es Situationen gegeben, wo das Fernsehen effektiv etwas gezahlt hat. Aber das hat einfach damit zu tun, dass schon viele andere Fernsehstationen über das Thema berichtet haben und die zahlen zum Teil halt Unsummen und dann ist halt eine Erwartungshaltung da. Dass jeder zahlt. Dass jeder zahlt, aber ich tue eigentlich für meine Bilder grundsätzlich nicht die Leute zahlen. Du hast mal irgendwann gesagt, das Einzelbild ist für dich nicht interessant, sondern du willst eigentlich Geschichte in einer Serie erzählen. Wie viele Bilder hast du denn zum Beispiel von dem Wrestling gemacht? Du bist ja sicher 3, 4, 5 Mal da gewesen, für das Wrestling. Ja, am Schluss ist es vielleicht. Du weißt, digital geht es mittlerweile schnell. Früher, ich habe früher noch Film fotografiert, da war mir sehr sparsam. Ja, da
staune ich manchmal. Ich war eine Woche unterwegs und bist mit 10 Rollen Film zurückgekommen. Das sind 360 Bilder. Und heute bist du eine Woche unterwegs und kommst locker mal mit 10'000 Bildern zurück. Ich glaube, es geht allen so. Ja, klar, aber du musst nachher selber Zeit aufwenden, um das auszusortieren. Du musst es nachher editieren, natürlich. Und ganz am Schluss brichst du es dann runter, vielleicht auf noch 200 Bilder, die du im Pool hast. Und von denen musst du es nochmal runter, also wirklich runterbrechen auf die letzten 8. Im WordPress ist es 8 gewesen. Das ist dann wirklich der schwierigste Prozess. Das wirklich das Priorisieren und Schauen. Wirklich jedes Bild muss sich rechtfertigen. Es gibt viele gute Bilder, aber eben das Zusammenspiel von diesen Bildern, was erzählen die als Geschichte? Und da kannst du manchmal bei 8 Bildern eins auswechseln und die Dynamik der Geschichte wird völlig anders und es gibt 100'000 Möglichkeiten. Und das machst du immer alleine? Weil du bist ja dann vor Ort gewesen. Für dich bist du vorbelastet. Du weißt schon echt viel zu viel über das. Das ist genau du hast auch Leute einbeziehen, die keine Ahnung haben von dieser Geschichte und sagst dann, das ist jetzt meine Auswahl. Verstehst du, um was es geht? Also, um die Distanz herzustellen, muss ich das immer wieder verschiedenen Leuten zeigen. Das sind zum Teil Redaktoren, die ich das Vertrauen habe, dass sie schon viel gesehen haben. Das sind zum Teil gute Fotografen, die ich kenne. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig und wahnsinnig wertvoll, dass man sich auch mit anderen Leuten darüber austauscht und schaut, was sagen die drin und wie verstehen sie die. Und das hilft extrem beim Meditieren. Ich habe zum Teil auch jetzt die Wrestling-Geschichte habe ich mit Kollegen aus der Werbung nochmal angeschaut, weil die völlig ganz einen anderen Blickwinkel darauf gehabt. Das hat auch geholfen. Aber einfach wirklich zum herauszufinden, wie verstehen sie die Geschichte mit dieser Kombination von Bildern. Dann hat er eine Taube in der Hand. Also eine Taube in der Hand. Also einerseits ist er irgendwie unglaublich muskulös. Also er war vorher in den USA, hat sich dort... sieht nicht sehr legal und gesund aus. Nein, nicht sehr gesund. Dazu kommt, dass er nachher unter seinem Shirt natürlich noch ganz einen Haufen Kriegerei hat, dass sie so Amulette, eben so sieht man dabei, magische, genau, dass sie eigentlich die Bändel sind jetzt Schmuck da, wie man das heute so ein bisschen dreht. Und das ist alles, hat alles eine Funktion und sie sind auch alle teuer gezahlt. Und bei diesen Kämpfen geht es um so viel Geld. Also er hat jetzt, glaube ich, nur zum Antreten bei diesem Kampf, hat man gesagt, 250'000 Euro. Das ist Euro bekommen zum Antreten. Das ist nicht Siegerhonorar, sondern das ist also der Promotor im Zahlt. Okay, wir reden von einem vollen Fußballstadion, oder? Mit 25'000 Leuten, Übertragungsrecht ins ganze Land, TV-Stationen, das alles übertragen. Und vor jedem von diesen Kampf sind die Rituale, die Grigri und die Rituale, die Voodoo-Sachen, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp Voodoo, weil eigentlich ist es Grigri. Es gibt gewisse Parallelen, aber die werden dann wirklich zelebriert. Und die Taube, die er fliegen lässt, ist auch wieder ein Teil von so einem Ritual. Also in diesem Bild ist er, also er hat unter diesem T-Shirt hat er die jenste Grigri, weil der andere könnte ja mehr haben. Kann man sich noch bewegen, so kann man noch kämpfen. Also für den Kampf wird das, bis auf wenige wird das abgenommen. Also viel von der Kriegsführung findet im Vornherein statt. Ja. Das dauert auch fast den ganzen Tag, oder? Die kommen dann immer wieder in Manege, starren sich an, stecken Hörner in den Boden, der Sand wird verhext, es werden Feuerchen gemacht und so. Es findet ganz viel statt und die Leute wollen das sehen. Ja, das ist ein Teil von der Show. Das ist ein Teil von der Show. Ja. Und wir reden alles von Leuten, die strenggläubige Muslime sein und das ist eigentlich alles verboten. Ja, das macht es dann schon noch einiges interessanter. Hier sieht man den Kampf in Aktion. Die sind verschlenkt als unsere Schwinger. Ja, für das Bild musste ich mich auch ein bisschen die Regeln brechen, weil die ganzen Fotografen, man sieht, sind in der Schärfe, die sind eigentlich auf der anderen Seite, weil auf der Seite, wo ich stehe, sind die ganzen Sponsoren-Logos. Und das ist einerseits hässlich, und als Werber ist das letzte, was ich will, in meinen Dokumentarbildern überall. Ich habe früher schon darüber gekämpft, dass man das Logo kleiner machen kann, wie ein Plakat. Und auf jeden Fall bin ich dann halt auf diese Seite über, aber auch weil das Licht dort vielversprechend war. Das Licht ist so flach über das Dach vom Stadion reingekommen und es war gegen oben gewesen, und ich einfach gesehen, sobald das natürlich der Sand spritzt im Gegenlicht, sieht das recht spektakulär aus. Und ich habe auf so ein Bild gehofft, bin da drüber. Und dann ist einer gekommen und gesagt, du kannst da nicht sein, du musst da weg. Du musst auf die andere Seite der Fotografen. Und dann
bin ich wieder rüber und dachte, das Licht ist einfach. Ja. Das ist nicht, das ist das andere, die andere Dinge ist viel besser. Und dann denke ich, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann geht das nicht lang, oder? Was sage ich denn? Und dann denke ich, okay, geh jetzt einfach. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass es mich wieder wegschickt. Genau. Und prompt ist er wieder gekommen. Ich sagte, was machst du jetzt schon wieder da? Und gesagt, ja, ich habe ein Objektiv da liegen. Und so. Und jetzt habe ich gerade das Bild gesehen. Und dann ist ein anderer gekommen und hat gesagt, lass ihn in Ruhe. Okay. Einfach Glück gehabt. Und ein paar Sekunden später ist dann das Bild gekommen. Und dann bist du wieder rübergegangen, wo das Bild gekommen ist? Ja, nein, ich habe schon aber ja. geschaut, ob vielleicht noch etwas Besseres kommt. Also im Moment, wo du es fotografierst, weißt du nicht, hast es... Hat es funktioniert und hast auch keine Zeit zum Schauen. Ja. Nein, also das ist sowieso auch etwas, was ich gelernt habe, so wenig wie möglich auf den Bildschirm ja. schauen, weil in der Zeit, wo du schaust, passiert wahrscheinlich gerade etwas Wahnsinniges. Ja, genau. Wie verständigst du dich in Senegal? Französisch. Ich musste es wieder lernen, gell? Ja, in der Schule haben wir auch völlig eingerostet, Französisch in der Schule. Fast nur noch Englisch geredet und dann so nach und nach. Was ich auch noch gesehen habe, das ganze Stadion ist schwarz, Hautfarbe. Mhm. Und du als Weisser mit einer grossen, teuren Nikon-Kamera. Wie wird man da wahrgenommen? Ist sicher nicht sehr unauffällig. Also es hat im Stadion noch ganz viele andere Fotografen rum und du bist ja auch immer um die Platz eigentlich. Okay. Und die haben zum Teil also schon auch mittlerweile die gleichen Kameras. Okay. Das ist nicht also falsch, so, die Kamera hat nicht mehr auf, aber die Hautfarbe? Nein, die Hautfarbe natürlich, ja. Aber ja, das Einzige, was halt ist, ist, dass ich immer das Gefühl habe, du verdienst mit dem Millionen, mit diesen Bildern. Wenn du zurückgehst nach Europa und ja. das verkaufst, was natürlich nicht so ist, aber erklärt das mal jemandem. Das glaube ich sie dir eh nicht. Und darum fragen sie auch alle um Geld immer, mhm. oder? Weil sie das Gefühl haben, du verkaufst das teuer und sie haben nichts davon. Verstehe ich ja irgendwie auch. Ja, logisch. Und dann musst du die Leute halt erklären, das ist nicht so, und dann glaubst du es eh nicht. Und dann musst du halt irgendwie in Kontakt kommen. Sie finden aber, okay, gut, du bist einen Weg, okay, und sie lassen dich dann machen. Ab und zu habe ich dann wirklich gewisse Leute, die mir wirklich geholfen haben, im Nachhinein noch ein bisschen das Geschenk gebracht. Mhm. Im einen oder anderen Fall, was jemand wirklich nötig hat, auch ein bisschen Geld gegeben. Weil ich einfach finde, es kann nicht Einbahnstrasse sein, dass wir einfach gehen und nehmen und profitieren. Natürlich. Aber ich kann einfach jemandem nicht im Vornherein irgendwie etwas geben, damit ihr ein bestimmtes Bild machen kann. Das ist nicht ein grosses Stadion da, das ist einfach ein... Das ist effektiv ein Stadion, das gebaut worden ist für Wrestling, also für die Kämpfe. Wobei es gibt in Senegal zwei Formen, es gibt La Lutte traditionell, das mhm. ist dann einfach wie Schwingen, oder? Mhm. Und dann gibt es La Lutte avec Frappe, das ist nur mit Boxschlägen. Ah, jawohl. So eine Art. Und das ist dann die Disziplin, wie der grosse Stadion ausgeführt wird. Böse Zungen sagen, das seien Franzosen gewesen, das während der Kolonialzeit geführt haben, weil sie gefunden haben, jetzt länger doch mal ein bisschen zu, weil das ist ein bisschen langweilig. Nur mit Schwingen? Einfach nur im Sand wälzen. Effektiv in diesem Stadion wird nur Leute traditionell durchgeführt. Es sind viele Wrestler, die vom Land in die Stadt kommen. Es geht dann auch wieder um 4'000-5'000 Franken oder ein Kuh, ein Preisgeld. Und da ist es wirklich so, da ist dann Last Man Standing. Also, dass sie verschiedene Kämpfe gleichzeitig stattfinden. Und wenn du verlierst, bist du aus. Und wenn du dann gewinnst, kommst du weiter. Und am Schluss ist einfach nur die übrig bleiben. Und der dann am Schluss noch steht, mhm. der kriegt dann das Preisgeld. Public Viewing? Ja, das ist ein Bild, das ich wirklich mir vorgestellt habe, dass es einfach muss geben, irgendwo während der großen Kämpfe. Und vorher noch ganz viel kaputte Fernseher? Oder ist es ein Fernsehladen? Das ist wie beim Fotokästchen. Ja, genau. Einfach in der Occasionsabteilung. Krass. Nein, auf zwei Seiten von der Strasse. Also ich habe mir überlegt, wenn Wrestling wirklich so populär ist, dann möchte ich auch die Popularität zeigen. Ich kann nicht immer nur Bilder haben von Leuten im Stadion, die am Kämpfen sind. Und das kann sich wahrscheinlich nicht jeder das Ticket leisten. Die Leute müssen irgendwo schauen und sind so populär. Und das sind Bilder, die ich effektiv nie gefunden habe online. Und das ist eben das, was den Kontext zeigt. Das ist das, was ich darunter schreibe. Es ist eine der beliebtesten Sportarten in Senegal. Noch beliebter als Fußball. Ein Bild, das das beleidigt. Und da sind wir dann wirklich während einer mit dem Fernsehteam, wo das alles so kommentiert hat, während einem von den grossen Kämpfen statt im Stadion gewesen, sind wir wirklich halt durch die Strasse gefahren in Dakar und haben geschaut, ob wir irgendwo so eine Situation finden und sind dann tatsächlich fündig geworden. Es hat mehrere Jahre gehabt, das ist einfach der gewesen, wo
am interessantesten ausgesehen hat. Ist klar, da muss man schon wählen. Dann sind wir immer noch im Senegal, aber es geht dann mehr um Religion. Mhm. Ist erst gerade rausgekommen im März. Seit 22 bis 42 haben wir das schon angeschaut. Ja. Eine Dokumentation, wo du Bilder geliefert hast. Und wer hat den Text geschrieben? D'Angela Köckritz, Journalistin, eine Deutsche, die in Dakar wohnt. Sie macht viel für Zeit. Sie ist freischaffend, macht auch jetzt auch einiges fürs Geo. Und wir haben für diese Geschichte eng zusammengearbeitet. Also wir waren wirklich miteinander unterwegs gewesen. Es war nicht immer ganz einfach gewesen, weil sie ist, als wir angefangen haben, haben wir uns mal für einen Drink getroffen. Dann hat sie aber, ist sie für einen anderen Job nach Kenia abgezogen worden und ich musste dann allein weitergehen. Dann haben wir telefoniert und gesagt, du, ich muss darüber noch etwas sagen, ich bin mittlerweile schwanger. Und dann, also jedes Mal, wenn ich angekommen bin, hat sie dann müssen kotzen. Also, sobald sie mich gesehen hat, hat sie aber wir haben es wirklich super gut gehabt zusammen und es war eine sehr spannende Reise. Für mich war es super mit jemandem, sie ist eine sehr humorvolle, aber auch analytische Autorin, die Sachen wirklich durchdringt. Und es ist natürlich wahnsinnig wertvoll, auch mit so jemandem Ping-Pong spielen und Ideen hin und her spielen. Was brauchen wir noch? Wir haben gewusst, wir brauchen noch irgendeine Frauenfigur im Ganzen. Ja. Sie hat auch bei dieser Recherche vor Ort natürlich mitgeschafft. Also es ist ein, ich habe die Geschichte eigentlich angefangen und im Geo pitched. Also es, nach dem, was ich eben beim Wrestling erlebt habe, habe ich gefunden, das ist spannend. Bin mal her, habe schon mal Bilder gemacht, habe dann ein Exposé geschrieben, habe das Exposé mit diesen Bildern geschickt und sie hat gefunden, das finden wir spannend, das möchten wir machen. Und aus dem ist dann ein Auftrag entstanden, wo sie eigentlich eine Autorin gesucht haben, eben D'Angela. Und sie haben gesagt, wir möchten aber, dass die das wirklich zusammen machen, über weite Strecken. Und so war es dann auch. Und dann gehen wir zusammen auf die Leute los. Und sie tut einfach mehr so ein bisschen mit den Leuten reden. Und du machst ein Foto nehmen. Oder wie läuft das ab? Wir kommen an, ich will Fotos machen, sie will Interviews. Ja, klar, das ist schon verständlich. Und beide, wenn sie ihre Teile kriegen, werden sie nervös. Das erste Mal so. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ja. Wenn sie natürlich Interviews macht, dann ist es für mich zum Teil schwierig zum Fotografieren. Nein, darum, ich bin, da sind wir zum Beispiel zusammen unterwegs gewesen, da sind wir auch spontan darauf gestoßen, so eine Zusammenkunft von Gläubigen im Haus vom obersten Geistlichen in Dakar. Die gehen dort her, um eigentlich jeder Gläubig zahlt etwas auch, einen Beitrag, also so ähnlich wie bei uns Kirchensteuern. Und sie gehen aber dort vorbei und geben das persönlich ab. Und das ist nicht mehr mit Ritual verbunden, mit Singen, mit Beten, mit Reden. Und wir sind jetzt eigentlich hergegangen, um die Erlaubnis zu bekommen, um ihre Moschee zu fotografieren. Und kommen dort rein und dann hinter der Stadt und dann einfach fotografieren. Und niemand hat mich zurückgepfiffen, niemand hat mich gestoppt. Und sie ist dann einfach irgendwo im Hintergrund gestanden und hat dann ein bisschen, ist natürlich einerseits auch fasziniert gewesen von diesen Gesängen, aber andererseits natürlich immer auf der Suche nach Interviews. Dann auch nach einer gewissen Zeit muss man sagen, okay, jetzt ist Animis gehabt, jetzt musst du helfen. Geht's drum. Jetzt kommst du mal, jetzt kommst du zum Zug. Also da muss man auch ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen, oder? Und eben in diesem Land ist es einfach nicht so das Problem, Frauen zu fotografieren. Gewissen Ländern ist es eher kritisch. In den meisten arabischen Ländern wirst du mit Stein beworfen, wenn du das probierst. Einfach so. In Senegal eben nicht, weil das hat damit zu tun, dass in vielen arabischen Ländern die Frauen wirklich als Besitz von Ehemann angeschaut werden. Mhm. In Senegal, es ist ein laizistischer Staat, das heisst, es gibt nicht Scharia, sondern es gibt wirklich einen Staat. Und dann gibt es die ganzen Bruderschaften, ja, 90% sind Sufis von den Muslimen in Senegal. Und das macht eben den grossen Unterschied zu vielen anderen islamischen Ländern, wo die Sufis meistens in der Minderzahl sind. Und sie haben eine bewusst sehr tolerante Auslegung vom Koran. Das ist auch eine Art, wie die religiöse Elite sich an der Macht halten. Also statt über Repression verstehen sie, dass ihre Nachbarschaft, unmittelbare Nachbarschaft von Senegal, Mali zum Beispiel, ist ein Staat mit viel Terror, mit vielen Radikalen.
Und die Geistlichen sagen, schau, wir sind eigentlich Garanten dafür, dass ihr da könnt, das relativ, dass wir einen toleranten Islam haben. Und interessanterweise sind sie eigentlich genau das als Verkaufsargument nehmen, um ihre Macht zu stützen. Dazu gehört eben auch, dass Frauen eben nicht als Besitz vom Mann gelten, sondern sich auch relativ in der Öffentlichkeit auch ohne Kopftuch dürfen bewegen, wenn sie wollen. Das ist jedem selber überlassen. Und auch sie zu fotografieren, da musst du einfach ihre Einwilligung haben. Nicht die vom Ehemann. Und für die meisten ist es eigentlich jetzt kein Problem. Außer wenn sie eben das Gefühl haben, du würdest dann mit dem mit den Millionen dienen, dann sagen sie, nein, keine Fotos, aber eben nicht aus religiösen Gründen, sondern aus anderen Überlegungen. Der Bettet am Meer. Ja, das ist ein Ort, unter diesen Klippen, da hat es eine Grotte. Das ist der, der mit der Leiter runtersteigt. Genau, das sehen wir nachher. Und in dieser Grotte, das Interessante ist, die Bruderschaft, deren Gründer hat behauptet, er sei die Reinkarnation vom Prophet Mohammed. Mhm. Und sein Sohn sei die Reinkarnation von Jesus Christus. Okay, interessant. Ja. Der hat im 1840, 50 irgendwie hat er gelebt. Und er hat dann die Bruderschaft gegründet, die Laien, die ihm gefolgt sind. Und das ist eine Grotte in Les Almadies und dort im Meer, wo er herschaut, dort kommen eigentlich zwei Meer zusammen. Darum ist Senegal auch so fischreich. Oder? Das ist ein kälteres und ein wärmes Gewässer, das zusammenkommt. Und im Koran steht irgendwo geschrieben, angeblich, dass der Prophet werde wieder auferstehen an einem Ort, wo zwei Meer sich treffen. Und darum sagen sie, das ist eigentlich da. Und sie sagen, in dieser Grotte unten hat das Licht vom Prophet 1000 Jahre gelebt, bevor dass es sich manifestiert hat in dieser Person von dem Lai, wie er sich genannt hat, oder wie er geheissen hat. Und das Licht von dort aus umkreist die Erde jede Nacht, noch immer zum den Islam zu reformieren und zurückzuführen zu seiner Bedeutung vom Wort. Und die Bedeutung vom Wort Islam ist eben angeblich Ruhe und Frieden. Mhm. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was uns jeden Tag in den Medien begegnet heute. Und sie sind auch wirklich explizite Pazifisten. Sie lehnen Terror ganz grundsätzlich ab. Sie sagen, das ist alles fehlgeleitet. Das ist nicht der Islam. Der Islam ist eigentlich eine Religion von Frieden und von Ruhe. Und das ist der Sinn. Überhaupt streben Sufi sehr viel mehr nach der Verschmelzung mit Gott, nach der Meditation, in der Meditation, als jetzt einfach die dogmatische Auslegung vom Koran, oder, wie man das in vielen Ländern findet. Mhm, ja. Dann hat es da... Ja, das sind die ganzen Geistlichen. Also, man muss dazu sagen, es hat einen anderen Geistlichen gegeben, der eine andere Bruderschaft gegründet hat, auch zur französischen Kolonialzeit. Und der hat einen überragenden Einfluss in Senegal. Der hat nämlich der Stammesführer gesagt, die haben darüber diskutiert, ob sie gegen die Franzosen Krieg ziehen. Und er hat gesagt, das müsst ihr nicht machen. Der Dschihad ist nicht der Kampf mit Waffen. Der Dschihad ist der Kampf gegen der grosse Dschihad, der wirkliche Dschihad, der wichtige Dschihad ist der Kampf gegen die inneren Feinde. Mhm. Und wenn ihr mit euren inneren Dämonen, mit den inneren Feinden, mit Gier, mit so Sachen aufräumen und ins Reine kommen, dann ergibt sich alles andere von selber. Das wäre aber noch ein guter Weg, wenn das alles so wieder machen. Ja, also wie da manchmal der Gandhi von Afrika nennt. Mhm. Und die Leute haben auf ihn gehört und er hat auch einen wahnsinnigen Zustrom gehabt. Die Franzosen haben Angst bekommen, weil er hat immer vom Dschihad geredet, aber sie haben nicht verstanden, was er meint. Und er hat wahnsinnig viele Anhänger gewonnen und sie haben ihn dann ins Exil geschickt, auf Gabon. Die Idee war eigentlich, dass er dort stirbt, an Malaria, was auch immer, dass sie dann Ruhe haben, aber er hat das überlebt und das hat nur dazu beigetragen, dass er ist dann zurückgekommen, dass er natürlich noch grösser geworden ist, noch eine grössere Überfigur. Aber eigentlich die Doktrin und die Lehre von der Dschihad als Kampf gegen innen ist der Senegalese bis heute sehr, sehr verinnerlicht. Und das ist wahrscheinlich auch sicher ein wichtiger Grund, warum Senegal heute eben eines der stabilsten Länder ist in Afrika, noch keine Terroranschläge hat, also bisher. Und ansonsten die ganzen verschiedenen Ethnien und Religionen, zum Beispiel sind auch Christen
Also wir leben friedlich miteinander. Und das geht sicher zu einem guten Teil zurück auf ihn. Und die anderen Bilder, um da sehen, sind seine Söhne. Und die haben, dass sie eigentlich nach seinem Tod dann seine Vertreter wurden in der Erbreihenfolge, oder? Zuerst der Älteste, dann der Zweite Älteste, der Dritte Älteste, jetzt sind mittlerweile die Enkel. Und die machen aber, die sind einerseits Vertreter von dieser Lehre, die Senegal sehr stabil halten, aber sie verdienen mit dem auch nicht mehr viel Geld, weil ja all die Leute auch Abgaben zahlen. Also das heisst, wir haben dann, das ist mir dann irgendwann klar geworden, zurückgekommen, das ist ein Teil von der Geschichte, den ich muss haben. Ich muss irgendwo noch in die Paläste hin, ich muss noch die grossen Autos haben, um einfach das Bild rund machen. Die kommen, glaube ich, noch, die grossen Autos. Die kommen noch, ja, genau. Das ist im Palast von einem der mächtigsten Marabus. Und das rechts ist ein Bentley. Das habe ich also von Nahem gesehen und von Nahem fotografiert. Die abdecken wegen dem Sand. Oder damit die Leute nicht sehen, wie reich das sind? Einerseits wahrscheinlich wegen dem Sand und wegen der Sonne, damit sie nicht ausbleichen. Andererseits, weil sie so viel haben, dass sie sie gar nicht alle gleichzeitig brauchen können. Ich habe ihn gefragt, der Marabu hat gesagt, er habe nicht einmal ein Bankkonto. Und dann sagst du, ja, aber der Palast und all das. Ja, nein, die Autos sind Geschenk von den Anhängern. Das sind zum Teil Geschäftsleute, die rund um die Welt tätig sind, die dann kommen. Und Der grosse Marabu damals hat gesagt, der die Franzosen, eben nicht gegen Franzosen gekämpft hat, hat gesagt, also jeder Gläubige sollte etwas abgeben, aber er bekommt es tausendfach zurückerstattet. Auf anderen Wegen. Mhm. Und so kommt es, dass dann zum Teil die Leute kommen aus New York oder aus China, die grosse Geschäfte machen und einfach sagen, oh Marabu, hast du ein Bentley. ja, interessant. Dann tönt es Buszweig machen für die Pilgerfahrt. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Garage. Also bei uns würde man sagen Schrottplatz. Aber sie ja effektiv aus diesen Altmetallteilen die Bus wieder zusammensetzen. Und von denen gehen dann Tausende nach Touba. Touba ist etwa 200 km von Dakar. Also da gehen 2 Millionen Leute treffen sich dort an diesem Ort für die Pilgerfahrt. Da kann man sich vorstellen, das ist natürlich nicht schon eine tolle Strasse, ist alles verstopft. Und viele Leute gehen mit Lastwagen und dann eben mit diesen Bus. Das ist ein Monat vor der Pilgerfahrt, als ich das fotografiert habe. Die sind effektiv, werden jetzt zusammengebaut für das. Und man sieht auf den Windschutzscheiben überall eigentlich die religiösen Sprüche und Bilder von den Marabus drauf. Und wenn man das anschaut, dann denkt man sich, ja, also wahrscheinlich ganz ohne spirituelle Hilfe kommen die wahrscheinlich nicht an, oder? Ja, der hat einfach ein bisschen länger. Ja, effektiv. Also wir haben ja etwa 10 Stunden für die 200 Kilometer, wenn nicht länger. Ist der tun die auch richtig den Pilgerort beten wie Mekka? Ganz ehrlich gesagt, ich habe den Kompass nicht dabei gehabt. Ich habe das Gefühl, mir ist da ein bisschen durch Gegebenheit wahrscheinlich okay. Eingeschränkt. Aber das ist in Dakar, im Centre Commercial de Touba. Touba ist eben die heilige Stadt und das ist eigentlich das Kommerzzentrum von den Muriden, von einer Bruderschaft. Da werden ganz viele Kleider genäht. Aber von dem Geld, das verdient wird, geht auch alles wieder in guten Teil, nicht alles, aber einen guten Teil auch wieder zu den Marabus und in den Bau der Moscheen und so. Und sie haben alle regelmässig gebetet oder Gebetsstunden, während unten einfach auf der Strasse Leben weitergeht. Eigentlich im ganzen Zentrum hier. Also das ist sehr religiös, aber auch sehr busy. Weil eben Arbeit und Gebet ist gleichwertig. Und die Arbeit wird einfach kurz unterbrochen fürs Gebet. Genau. Sehr interessant. Das waren alle Bilder. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Ich verdiene weniger Geld. Ist das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil? Ja, das ist... Kannst du dich eher fokussieren auf etwas, oder nicht? Nein, ich bin natürlich durchs Fotografieren viel mehr am Reisen. Ich treffe viel mehr Leute, ich bin reicher als vorher. Ja, reicher an Erinnerungen und an Erlebnisse. Und wie hat sich denn... Das ist die Geschichte mit der Religion. Glaubst du noch an irgendetwas oder hast du aufgehört, an etwas Konkretes zu glauben, sondern bist einfach offen für was du erlebst? Schön am Fotografieren ist, dass ja
Also ich mache jetzt viel in Afrika, aber ich komme auch in viele andere Länder, eigentlich fast alle Religionen. Ich war natürlich in Indien ein paar Mal gewesen. Ich habe immer wieder mit Leuten, zum Teil am Flugzeug, mit Professoren und Leuten gesprochen über Religion. Das ist etwas, was mich interessiert, weil wie kommt es, dass eigentlich rund um die Welt überall die Leute etwas glauben und dass es im Kern eigentlich überall das Gleiche ist, auch wenn sich nachher eine Ausprägung stark unterscheidet. Es wird natürlich auch als Machtmittel gebraucht, als politisches Mittel, um Gesellschaften organisieren, strukturieren. Und ich glaube, auch bei uns hat man einfach mittlerweile ist natürlich Geld ein kleiner Ersatzreligion geworden oder der Glauben an freien Handel, dass sich alles von selber regelt, wenn man einfach das Geld fliessen lässt. So Sachen, es ist einfach sehr interessant, um die Kulturen zu verstehen, weil die Religion ist immer an der Basis auch von einer Kultur. Und in Afrika geht es natürlich noch darüber hinaus, es geht noch in Animismus rein, es geht in die wirklich urreligiösen Glauben. Also ich finde es wahnsinnig spannend, diesen Sachen nachzugehen. Und persönlich, ich bin jeder Meinung, wer bin ich, um zu sagen, oder zum Glauben oder nicht Glauben. Ich beobachte, ich schaue, ich lasse den Leuten zu. Und ich glaube, man muss nicht mehr durch, um auch das alles respektieren, was man gehört. Vielleicht schon auch in meiner irgendwo ein bisschen Glauben haben, dass es irgendetwas gibt. Irgendeiner Form eine höhere Macht und Sachen organisiert. Aber ich glaube jetzt nicht an einen Gott, der einfach Sachen lässt passieren oder nicht passieren, der Sachen verhindert oder begünstigt. Also was ich gefunden habe, ist das wirklich eine der stärksten Kräfte, wo man hergeht, ist von der konstruktiven Kräfte, ist die Liebe. Also wenn man sieht, was zum Teil Leute die schlimmsten Orte auf der Welt immer wieder Menschen hervorbringen, die wirklich einen sehr klaren Geist haben und eine sehr klare Auffassung von Wert. Also sage ich zum Beispiel Nelson Mandela, der ja lange im Gefängnis war, wo so ein klarer Geist war, ich glaube nicht, dass so etwas entstehen kann in einer westlichen Gesellschaft, wo es eigentlich keine Risiken, fast keine Leiden mehr gibt, im eigentlichen Sinn. Also manchmal an gewissen Orten formt einfach das Schlimmste im Mensch, das Beste im Mensch. Und das hat sehr viel, und wenn man den Leuten zulässt, dann reden sie eigentlich alle vom Gleichen, von dem gleichen Wert, von der gleichen Kraft. Und das sind ja wieder Sachen, die du zum Teil eben in all den Religionen wieder findest, in den Grundsätzen. Was nachher politisch daraus gemacht wird, ist ein anderes Thema, in der Religion. Aber im spirituellen Sinn, im tieferen Sinn, ist schon interessant zu sehen, dass es sehr einheitliche Grundgedanken sind. Und die wiederum sind die Werte, die dafür sorgen, dass Menschen eben weiterkommen und man sich nicht einfach gegenseitig umbringt und im Morast stecken bleibt. Ja, sehr interessant. Da könnte man schon lange darüber philosophieren. Schön, dass du da warst. Danke. Thomas, herzlichen Dank. Und gute Reise, gute Reportage. Ich sage jetzt nicht möglichst viel Geld, sondern möglichst viele Erlebnisse und Erfahrungen. Ich glaube, das ist wertvoller. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Danke fürs Zuhören.